Vorhang auf für den neuen Audi A8. In Barcelona versucht Audi, dem Überfluss an Neuheiten auf den üblichen Messen zu entgehen und versucht dem neuen, in den letzten Jahren etwas aus dem Tritt geratenen Flaggschiff neues Leben einzuhauchen. Über viele Jahre war Audi der Newcomer und legte zu Beginn der 90er noch unter Ferdinand Piëch ein Debüt mit dem D2 genannten ersten Audi A8 vor. Und dies hatte es in sich. Eine neue Formensprache in einem Modell, das noch heute auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt ist. Dazu kam damals eine Technik, die gleichfalls überzeugte. Ob nun aber der D5 des Jahrgangs 2017 das Zeug für einen Neueinzug in die Fuhrparks hat? Warten wir es ab. Ladies and gentlemen, welcome to the first ever Audi Summit. And to those of you joining us around the world from the live stream, welcome to Barcelona. Normally, Barcelona is the kind of place that you like football, tapas, Pablo Picasso, and churches that take 150 years to build. But today, it's the place to be if you like fast cars. Zumindest die Show war sensationell. Präsentiert von Kunal Rayer, dem Dr. Raj Kuthrapali aus der Big Bang Theory. Die anwesende Weltpresse war begeistert, zumindest vom Show-Act. Bei den folgenden Fachgesprächen kam aber immer wieder die ungläubige Frage nach der neuen Initialzündung für das Design im Hause Audi. Technisch hat der neue A8 das Zeug dazu, aber ob die Kunden den Neuanfang im Design überhaupt bemerken? Ab 90.600 Euro kostet der neue A8. Der A8L steht ab 94.100 Euro in der Preisliste. Dafür wird einiges geboten, das man selbst in dieser anspruchsvollen Oberklasse noch nie gesehen hat. Die innovativsten elektronischen Funktionen hören übrigens auf die Bezeichnung Audi AI. Das steht für Autonomie, Intelligenz und Innovation. Und unter diesem Label will man auch in Zukunft dann noch zusätzlichen Umsatz generieren, etwa mit Software-Upgrades, die weitere Funktionen erschließen, oder das Design der Bildschirme und Nutzeroberflächen optimieren. Der weltweite Automobilmarkt ist extrem unter Druck. Denn überall stellt sich die Frage nach neuen Technologien, Elektrifizierung, Hybridisierung und natürlich die Frage nach dem autonomen Fahren. Überall werden Antworten gesucht und natürlich müssen auch gewisse Vorsprünge wie Audi mit dem Vorsprung durch Technik gehalten werden. Und man möchte natürlich die Käuferschaft halten mit neuen Formen, Weiterentwicklung des Designs etc. Deswegen befinden wir uns heute hier in Barcelona bei der Weltpremiere des neuen Audi A8. Denn der neue Audi A8 ist das Flaggschiff von Audi und der setzt natürlich Maßstäbe sowohl in Technologie wie auch im Design. Deswegen gehen Sie mit uns auf einen kleinen Rundgang um den neuen A8. Massiv steht er da. Natürlich in einer gehobenen Ausstattung mit nun breitem Single-Frame-Grill und großen Rädern. Doch der Gesamteindruck ist eher elegant, denn expressiv und viele interessante Details erschließen sich erst auf den zweiten und dritten Blick. Auf den ersten Blick wird der Audi-Fan Bekanntes wiedererleben. Ob aber der Wagen auch viele Neukunden anzieht? Ein wunderbares Design, eine völlige Neuinterpretation unseres Designs mit dem Single Frame, mit den Proportionen des Fahrzeugs, sodass das Fahrzeug einfach sportlicher und eleganter wirkt. Ja, und ist der Beginn einer neuen Formensprache, die der Marc Lichte für Audi eingeführt hat. Ich bin ganz sicher, dass wir damit den Geschmack der Kunden treffen. Auf jeden Fall werden die Kunden dann Spaß an den vielen kleinen Details haben. Dazu gehört beispielsweise die verdrehte Fuge am vorderen Kotflügel, die A8-typisch angesetzte A-Säule oder auch das leicht nach vorn geneigte Heck, das den Wagen optisch vorantreibt. Die Kotflügel sind leicht ausgestellt, ein versteckter Verweis auf den Quattro-Allradantrieb, der beim neuen A8 in allen Varianten serienmäßig an Bord sein wird. Audi ist zu Recht sehr stolz auf seine innovative Lichttechnik und die gleichsam hochwertige Ausführung der Fensterpartie. Die Zierleisten bestehen aus echtem Aluminium. Sie geben dem A8 ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Dies dürfte auch mit der zukunftsweisenden Technologie gelingen.
Der Wagen steht für Vorsprung. Er hat einen riesigen Strauß von neuen Technologien, angefangen von dem automatisierten Fahren, wo dieses Fahrzeug das erste ist, was von Beginn an in der Entwicklung auf automatisiertes Fahren vorbereitet worden ist, mit Redundanzen, die notwendig sind, aber auch im Interieur mit einer neuen Touchscreen, mit einem Feedback-System, sowohl haptisch als auch akustisch, mit einem super neuen Fahrwerk, wir sagen EABC, was in der Lage ist, zusammen mit der Luftfederung eine sehr, sehr komfortable, aber auch super sportliche Fahrdynamik zu erreichen. Kamerasysteme, Radarsysteme, also Leichtbau, alles was im Prinzip für Audi wichtig ist, um Vorsprung durch Technik zu dokumentieren. Vorsprung bedeutete in den letzten Jahren aber auch zunehmend einen Schritt in die alternativen Antriebe und neue Mobilitätskonzepte. Was haben Sie denn bei Audi dazu in der Planung, Herr Mertens? Also wir werden eine Plug-in-Hybrid-Variante entwickeln oder sind dabei, sie zu entwickeln. Jedes Fahrzeug, was wir heute ausliefern oder in Zukunft ausliefern als A8, wird bereits Mild-Hybrid-Technology haben mit 48 Volt. Und insofern sind wir dort, ich sage mal, wegweisend und ganz weit vorn bei einer 100%igen Ausstattung mit 48 Volt Bordnetz. Batterieelektrische Fahrzeuge werden wir im nächsten Jahr das erste bringen mit unserem e-tron, einem SUV. Mit einer Reichweite von um die 500 Kilometern, auch da setzt Audi wieder den Standard. Wir sind dabei, uns für die Zukunft massiv vorzubereiten und aufzustellen mit dem Thema automatisierten Fahren, mit Audi AI, auch als neue Marke, die wir etablieren, die sicherstellt, dass alle intelligenten Funktionen im Fahrzeug unter dieser einen Funktion versteckt sind. Und natürlich ist das elektrische Fahren für uns ein ganz wichtiges Thema. Es wird eine große Anzahl von elektrischen Fahrzeugen in Zukunft geben. Es wird aber auch nach wie vor konventionelle verbrennerische Fahrzeuge geben. Und die Mischung macht im Prinzip den Erfolg. Wir nehmen uns vor, bis 2025 in der Größenordnung eines Drittels elektrifizierte Fahrzeuge zu haben. Und ich sag mal, das ist ein ambitionierter, aber realistischer Plan. Während sich also das Exterieur stilistisch im Gesamteindruck durchaus zurücknimmt, symbolisiert das Interieur einen großen Schritt nach vorn. Eindrucksvoll sind die präzise gesetzten, modern wirkenden Nähte auf den Sitzen sowie die Qualität der verwendeten Hölzer. Hier herrscht tatsächlich ein frischer Wind. Die Luftausströmer sind hinter hölzernen Klappen versteckt, die bei Bedarf nach oben fahren. Bilder können die futuristische Ausstrahlung des Interieurs nur unzureichend wiedergeben. Es ist geprägt durch horizontale Linien, dunkel verglaste Flächen und äußerst hochwertig und präzise wirkende Bedienelemente und Zierteile. Der Audi A8 startet mit einem 340 PS starken 3,0 V6 Ottomotor und einem 286 PS starken 3,0 V6 TDI. Nächstes Jahr folgen zwei 4,0 V8 Motoren, ein 460 PS starker Ottomotor und ein 435 PS starker TDI. Darüber hinaus kommt ein Plug-in-Hybrid auf Basis des 3,0 TFSI mit 449 Pferdestärken. Das Topmodell wird erst einmal der 6,0 Liter V12 Biturbo mit stolzen 585 PS. Auf eine neue Runde im Kampf um die Automobile Oberklasse.